Recht herzlich willkommen zur 114. Folge vom Kerbal Space Programm. Der Mordrak hatte mir gesagt, dass ich hier so Debris-Sachen und sowas, wie wir jetzt gerade sehen, ausschalten können. Dann ist die Liste ja auch kleiner und wir kommen dann auch schneller zum Ziel. Dann brauchen wir nicht so lange suchen, ne? Das war mal schon mal ein guter Tipp. Also reingehen müssen wir auch erstmal dahin und dann müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. So, da ist die Rakete. Einmal in die Karte. Da richtig gedreht, aber da ist noch ein alter Punkt, glaube ich, ne? Weil da oben müssen wir ja hin, das passt schon. Der kann also weg. So, und jetzt sehen wir hier. Ich glaube, wir müssen da noch was korrigieren. Wenn ich das jetzt mal so sehe. So, jetzt passt's und dann müssen wir noch ein bisschen rüber. Dann müssen wir nochmal hier einen Punkt setzen. Na komm schon. Wann kommt er denn? Kriege ich jetzt nicht hin, oder was? Ja? Kriege ich nicht? Warum will der jetzt hier keinen Punkt setzen? Da war er gerade. So, da haben wir ein Manöver setzen. Und runter weiter, so. Dann hier unten ausrichten. Und dann darüber brennen. So ein bisschen Schub geben, dass wir darüber kommen. So würde ich sagen. Passt das? Der kann dann weg. Jetzt müssen wir nur Gegenschub machen, damit wir den Dingens loswerden. Aber das Problem, was wir haben, ne? Wenn wir das alle so lassen, wie es jetzt ist, dann ist es zum Landen dunkel. Können wir auch mehrere Runden, wir können auch noch ein paar Runden drehen, ne? Bis das in der Sonne ist, oder? Ist das je überhaupt in der Sonne? Das ist die Frage, ne? Nee. Weiß ich nicht, mach mal. Ich sehe das jetzt nicht, dass es heller wird. Es wird immer im Dunkeln sein, oder wie sehe ich das? Oder? Nee, jetzt ist es im Hellen. Oder wird auf jeden Fall da besser werden. Gut, dann machen wir nochmal eine Runde. Ah, jetzt habe ich natürlich wieder die falsche. Oh. So. Und stopp. Ach. Ja. Jetzt mach das mal langsamer erstmal. Jetzt mach da mal ein Manöver hin. Oder? Nee, das ist zu hoch. Das Manöver müssen wir hier unten hinmachen. Und dann müssen wir das drehen. Sehe ich den gar nicht mehr. Wenn ich jetzt das zweite sehen würde, ne, dann würde ich sagen, jo, ich weiß, wo es ist. So, da ist ein Escape, deswegen geht das nicht. Dann ist das der, den wir runterziehen müssen, dann kriegen wir es wieder, ne, genau. So. So, da ist er. Wir müssen aber noch weiter rüber. Ja, ich denke, so ist schon gar nicht verkehrt. Ja. So machen wir es. Jetzt
müssen wir, wenn wir da hinkommen, nochmal das brennen. Boah, ist ganz schön viel, ne? Aber wir brauchen die Sonne, sonst sehen wir nichts. Wenn wir nichts sehen, stürzen wir ab. Das ist so. Und dann haben wir gar nichts gewonnen. Achso, der ist dann auch angeschaltet. Den müssen wir ausschalten. So, darüber. So, das wäre in einer Stunde jetzt das Ziel, dann da so zu brennen. Allerdings brennen wir da auch immer irgendwie größer, oder? Kann das sein? Wir machen den nochmal an. Okay, wir müssen ja sowieso kleiner werden, ne? Kann man gleich mitmachen. So, ja. Dann ist er aber auch schon woanders zum Brennen, ne? Das sieht man gerade. Ist da denn die passende Stelle dann? Ja doch, das ist schon alles gut so. Ausrichten, andersrum. So. Aber wir können erstmal so The Warp 2, ne, machen, oder? Nee. Ist das da? Warp to next Manöver, genau. Ja, können wir noch ein bisschen ausrichten. Ne, sieht fast super aus, ne? So. Ich glaube, das können wir auch schon da machen. Spielt gar keine Rolle gerade. Ja, das ist schon der richtige Punkt dann, ne? Das passt dann schon. Und gut ist. Ich denke, da kommen wir schon hin, oder? Mach den mal weg. So. Jetzt dreht er sich nicht dahin, wo ich hin muss. Ja, ich glaube, da kommen wir einigermaßen drüber. Nee, andersrum. Oh, da ist begrenzt. Dann müssen wir so rum. So, und dann Retro noch ausarbeiten und dann müssen wir da auch nochmal brennen. Müssen wir hier irgendwo den kleiner kriegen. Warte mal. Ich glaube, wir müssen weiter vorfliegen noch. Sonst machen wir den an der falschen Stelle kleiner. Da oben müssen wir den kleiner machen. Ein bisschen schneller. Und stopp. Wie sieht das jetzt so aus überhaupt? Wir kommen da einigermaßen rüber, ne? Könnte nur weiter nach da gekippt sein, ne? Wo ist denn das jetzt? Die Marke bitte. Jetzt kriege ich das wieder nicht mit dem Dingens hin, ne? Mit dem Punkt hier. Hallo? Ich brauche so eine doofe Marke, dass ich das da jetzt hinkriege. Geht nicht. Ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Retro ist noch ausgerichtet. Machen wir nochmal Gas. So.
Jetzt ist wieder der Anschlag da. Da war er gerade. Da. Head-Manöver und wir müssen noch weiter rüber. Ja, ist nicht verkehrt. Einmal ausrichten. So. Und Schub einmal geben. Gut. Der kann weg. Jetzt kommen wir da rüber. Ne, ich muss so rumbleiben, sonst da ist ja irgendwie das mit dem Verschieben nicht mehr möglich dann, ne? Ja, aber ab dahin. Den dann gleich ausrichten. Und dann müssen wir nochmal brennen, dass wir da runterkommen. So. Jetzt müssen wir mal gerade unsere Tanks noch angucken. Die Zusatztanks, ob die leer sind. Definitiv, beide leer. Wenn ich jetzt was klicke, müsste das abfliegen, oder? Ja, passt. Gut, dann noch die Beine raus. Die brauchen wir nämlich auch noch. Das sieht jetzt alles prima aus, oder? Licht ist da, Landebahn ist da. Retro ausgerichtet, ja. Nochmal brennen. Weil wir müssen ja doch jetzt hier gleich mal runterkommen. Sind ja schon fast drüber. Okay. Und stopp. Jetzt müssten wir den noch ein bisschen drehen. Kriegen wir das nochmal hin? Add Manöver. Jetzt weiß ich nur nicht, welcher der richtige ist, ne? Aber die sind nicht weit auseinander. Das müssten wir hinkriegen, ne? So, nochmal ausrichten. Ausrichten. So. Und dann nochmal brennen. Dass wir da so in der Ecke sind. Wunderbar. Der kann weg. Und jetzt sollten wir da hinkommen, wo wir hinwollen, oder? Wollen wir hoffen. Näher ranzoomen geht nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der richtige ist. Switch to. Der könnte. Ja, der ist der richtige. Gut. Ah, schnell. Switch to. Also, eigentlich müssten wir ziemlich nah da landen können. Ausrichten wieder. Und gucken, dass wir passend runterfallen, ne? Da sehe ich einen schlechter, da sehe ich einen besser. Und da unten sind unsere Marker. Das ist, glaube ich, unsere Höhe bis zum Boden. 17.000. Und das ist 25.000. Und was sagt der hier? 15 ist auch 15. Das kommt also mit der Höhe hin. Gut. Ja, da müssen wir nur gucken, dass wir immer schön Schub gleich geben. Passend vor allem Schub geben, bis wir gelandet sind. Ja. Aber wir müssen doch noch erstmal runter, ne? So.
Achter. Müssen wir jetzt schon Schub geben? Weiß ich nicht. 200, nee, das müssen wir schon noch gut gegenbremsen können, oder? Sind nur 4 Kilometer noch, ne? Irgendwie kommt der gerade so nah, so schnell nah. Ja, geht. 2000 Meter noch. Und die Geschwindigkeit geht runter. So, passt schon. Ich glaube, sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Licht kommt von da. Ich müsste meinen Schatten also oben links sehen. Gut. Meter. 500. Irgendwo muss mein Schatten auftauchen, ey. Ich hätte den gerne gesehen. Fallen noch. Glaube, wir machen mal ein bisschen das Triebwerk an und gucken so zu, dass wir das hinkriegen. Schnell hier wieder umschalten auf Retro. Oh, wir müssen wieder hoch. Wir müssen wieder hoch. Wir stürzen ab. Blöd. Retro ausrichten. Was macht die Kiste? Steht sie bitte. Bitte lass sie stehen. Ja, sieht gut aus, ne? Jetzt wackelt die nicht, ne? Und das sind, keine Ahnung, 1 Kilometer oder was? Ich glaube ja. Das ist aber jetzt kein Ding, da kommen wir hin. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir insgesamt? Ja, irgendwo noch weiter weg da, ne? Ich glaube, das ist jetzt unser. Landet sind sie alle, ja. So, jetzt ist es so, dass wir mit dem kleinen Mann rüber müssen. Hierhin. Und dann müssen wir schön gucken, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen, ne? Das gestaltet sich dann noch schwierig. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.